Guten Tag, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zu meinem ersten Videoblog. Mein Name ist Andrea Pfeiffer. Ich bin von der Firma Pfeiffer Consult. Wir mussten leider aufgrund der Corona-Pandemie alle unsere Vorträge und Seminare absagen. Und wie es zukünftig weitergeht, das wissen wir alle noch nicht. Deshalb möchte ich Ihnen gern in kurzen Videosequenzen einige Schwerpunkte zur Druschoptimierung näher bringen. Mein erster Videoblog dreht sich um den Raps-Erntetermin und ich möchte Sie gerne ermuntern, dass Sie dem Raps etwas mehr Zeit zur Ausreife lassen. Ich beobachte in der Praxis sehr oft, dass die Züchter den Raps aus Angst vor schnell ansteigenden Ausfallverlusten zu früh abernten. Wenn man die Züchter fragt, die Züchter sagen, wir attestieren dem Raps eigentlich ein sehr hohes Ertragspotenzial. Und sie sagen, in unseren Zuchtgärten wachsen Rapse mit 5, 6, 7 Tonnen Ertrag. Das kommt beim Landwirt nicht an. Und die Züchter sagen, liebe Landwirte, da tragt ihr selbst mit dazu bei, ihr mäht ihn einfach zu früh ab. Und die Angst vor schnell ansteigenden Ausfallverlusten ist heute eigentlich nicht mehr begründet. Es sei denn, man hat Hagel, aber dagegen haben wir meist eine Hagelversicherung. Wir haben ja heute sehr gesunde und sehr platzfeste Sorten. Und wir führen eine sehr intensive Bestandesführung durch. Blütenbehandlung ist beispielsweise Standard. Und mit der Blütenbehandlung kauft man sich ja nicht nur die Fungizidenwirkung ein, sondern man kauft ja auch eine ganze Menge physiologischer Nebeneffekte mit ein. Durch die Seneszenzhormone zum Beispiel altert der Raps später. Wir haben einen Greening-Effekt, der assimiliert länger, bleibt länger vital. Das führt dazu, dass man den Raps später abernten muss. Und wir sehen heute sehr viel dünner aus als noch vor Jahren. Das heißt, wir haben dicke grüne Stängel stehen, die ihrerseits auch wieder länger vital bleiben, die Pflanze länger am Leben erhalten. Und für mich das Wichtigste, wir haben heute ein doppelt so mächtiges Schotenpaket gegenüber früher. Und die Belichtung der oberen Schoten bis zu den unteren Schoten dauert heute deutlich länger. All diese Faktoren führen dazu, dass man dem Raps viel mehr Zeit zur Ausreife lassen muss. Dass sich die Warterei dennoch lohnt, das zeigen die Ertragskurven. Wenn man sich jetzt mal eine Ertragskurve anschaut, einer Beispielsorte XY, dann hat die ihr Ertragsmaximum in diesem Beispiel Anfang August. Wenn wir uns jetzt anschauen, wann bringt der Mähdrescher sein Leistungsoptimum, dann ist das ein bisschen später, wenn die Pflanze etwas besser durchgereift ist, beispielsweise Mitte August. Wenn wir jetzt das Ertragsoptimum von Korn und Öl und das Leistungsmaximum des Mähdreschers übereinander legen, dann ergibt sich ein optimales Erntefenster. Wenn wir jetzt aber schauen, wann drischt der Landwirt, dann muss ich feststellen, dass er oft weit, weit vor diesem optimalen Erntefenster drischt. Und Sie sehen anhand der Kurven, wie Sie das Leistungsmaximum der Sorte verpassen und das Leistungsoptimum der Maschine verpassen. Und beim Ertrag können durchaus 15% sein. Und überlegen Sie sich, was Sie alles von der Bestandesführung her tun würden, um 10 oder 15% mehr Ertrag zu haben. Wenn die Schoten braun sind, dann hat man immer das Gefühl, es geht bald los. Wenn die Schoten braun-grau sind, dann hat man schon Hummeln und möchte am liebsten schon mal den ersten Probedurch machen. Spätestens, wenn die Schoten grau sind, dann ernten wir. Aber erst, wenn die Schoten grau-schwarz sind, dann ist der Raps eigentlich erst gar. Wenn die Schoten natürlich weiß sind, weil die Mittellamelle nur noch dasteht und der Rest ausgefallen ist, dann haben wir was verpasst. Aber wir machen seit 10 Jahren Ernteterminversuche und teils mit sehr extremen Terminen auch nach hinten. Und wir hatten in den letzten 10 Jahren noch nicht einen einzigen Schlag, wo wir Ausfall zu verzeichnen hatten. Man kann ja eine Pflanze, ein Schotenpaket in 3 Drittel einteilen. Und natürlich guckt das obere Drittel oben raus und die Schoten sind auch am heftigsten Wind und Sonne ausgesetzt, platzen natürlich auch am ehesten auf. Aber der Ertrag wird eigentlich mittig bzw. unten gemacht. Und wenn wir im unteren Bereich noch sehr viele grüne Gummischoten haben, dann werden die im Dreschwerk auch nicht ausgedroschen. Man nennt sie ja nicht umsonst Gummischoten. Grüne Schoten, die im unteren Bereich noch drinnen sitzen an der Pflanze, wenn man die zwischen seinen Fingern nicht aufkriegt, dann gehen die im Dreschwerk auch nicht auf. Denn so ein Dreschwerk hat zwischen Trommelrotor und Korb einen Dreschspalt von ungefähr 25 bis 35, 40 mm. Da passt jede grüne Schote bequem durch, geht praktisch über alle Arbeitsorgane hinweg und fällt in den Häcksler, landet dann kleingehäckselt im Schwatt.
Man kann zum Beispiel mal den Häcksler für 30 Meter ausschalten und den Raps auf Schwatt legen. Und da kann man begutachten, was hinten an Gummischoten wieder rauskommt, die man vorne eingezogen hat, die praktisch im Dreschwerk nicht ausgedroschen wurden. Die unausgedroschenen Schoten, die sogenannten Gummischoten, sind einer der größten Verlustfaktoren beim Raps. Wenn man zum Beispiel noch 10 oder 20 grüne Gummischoten im unteren Bereich der Pflanze hat, von nehmen wir mal an 20 Schoten, Gesamtschoten an einer Pflanze, da sind ja schon 5-10% Ertrag. Neben den Austauschverlusten gibt es ja jetzt noch weitere Verlustquellen. Wenn wir der Pflanze nicht genügend Zeit geben zur Ausreife, dann haben auch Schüttler, Rotoren und die Reinigung Probleme, die Körner sauber abzuscheiden. Und dieses Gemisch ist dann sehr feucht und die Körner kleben quasi an diesem Druschgemisch fest und können nicht richtig abgeschieden werden. Und eine Verlustmarke von unter 2% ist dann nicht mehr einzuhalten. Manchmal rufen uns verzweifelte Mähdrescherfahrer an und erbitten Hilfe, um ihre Verluste zu senken. Einstelltechnisch ist da wenig zu machen, beispielsweise den Gebläsedruck erhöhen oder die Siebe weiter aufzumachen. Wenn wir den Mähdrescherfahrer dann sagen, packen Sie nochmal alles ein, fahren Sie nach Hause, geben Sie dem Raps noch ein paar Tage Zeit, dann ernten wir regelmäßig große Enttäuschung. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Der Raps braucht eine längere Standzeit, damit auch die Schoten im unteren Bereich abreifen kann. Nämlich dann erst bringt er sein volles Leistungspotenzial bei Korn und Öl. Und der Raps verträgt andererseits auch eine längere Standzeit, weil wir heute platzfeste Sorten haben und weil wir mit der Bestandesführung unsererseits nochmal die Platzfestigkeit erhöhen. Und denken Sie daran, wenn Sie einen Probedrusch durchführen und Sie haben zum Beispiel 8-9% Kornfeuchte aus der Bunkerware, dann ist das noch keine Garantie dafür, dass der Raps auch reif ist. Denn oben im Bunker kommen ja nur die Körner an, die auch im Dreschwerk aufgeknackt werden. Und die Körner aus den Gummischoten, die kommen ja oben gar nicht an. Die gehen ja hinten praktisch über den Häcksler und landen im Schmatt. Wo immer Weizen reif ist, dreschen Sie zuerst den Weizen vor dem Raps. Der Weizen ist qualitätsempfindlich, die Fallzahl geht schnell dahin. Der Raps dagegen ist nicht sehr ausfallgefährdet, wenn man nicht gerade in einer windgeschüttelten Region arbeitet. Und nun, liebe Freunde des Rapses, wünsche ich Ihnen gute Nerven für das optimale Abpassen des Erntetermins. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.